Begrüße herzlich alle, die nachhören werden und diejenigen, die hier anwesend sind, hatte ich schon begrüßt. Wir sind in Offenbarung 6. Ich wiederhole kurz, es ist nicht ganz einfach. Und es ist schwer, wenn man nicht zu so viel spekulieren will, genau zu sagen, was denn damit gemeint ist, aber lassen wir es mal offen. Also Vermutungen dürfen wir anstellen aufgrund der Bibel. Vieles ist klar, was die weiteren Verse betrifft, aber gerade Vers 2 hatten wir letztes Mal besprochen und denke, es ist klar geworden, dass es hier unterschiedliche Auslegungen gibt. Mit dem weißen Pferd, der einen Bogen hat, Bogen und Pfeil gehören sicher zusammen, das ist mitgedacht. Ich hatte auf Zacharia hingewiesen, wo der Bogen vorkommt, und zwar nicht nur in der Hand der Feinde. Wir haben es auch am Sonntag in der Predigt gehört über Zacharia 9, dass dort der Bogen erwähnt wird, und zwar macht Gott Israel zu seinem Bogen. Also jetzt im positiven Sinn. Als seine Werkzeuge heißt das. Das ist ja ein großes Thema in Sacharja, in Jesaja, besonders im letzten Kapitel von Jesaja, dass die Israeliten dann der Endzeit, die Nachkommen der Väter, das heißt die Nachkommen oder die Nachkommenschaft derer, die Gesegneten Gottes sind, das sind die Erzväter, das heißt diejenigen, die die Verheißungen erben durch Jesus Christus, durch den Glauben, die werden diesen Segen weitergeben an die Heiden bis ans Ende der Erde. Und so sieht sich auch Paulus als Knechtes Gottes. Das heißt, Jesus ist der Knecht Gottes, der mit Gott identifiziert wird und gleichzeitig von Gott gesandt wird, im Jesaja, der das Heil bringt bis an die Enden der Erde. Und dessen Knecht ist Paulus. Und er sagt, ich habe angefangen, das Evangelium zu verkündigen von Jerusalem an, obwohl er ja eigentlich zuerst in Damaskus gepredigt hat. Aber er sagt von Jerusalem an, da wo Jesus gestorben ist und da wo er auch wiederkommen wird. Von da an bis nach Illyricum hat er alles gefüllt und darum will er in den Westen weitergehen. Also Paulus ist so einer, der hier im Dienste des Messias steht für Israel. Also im Auftrag des Messias für Israel das Evangelium den Heiden bringt. Und ich sehe hier auch einen gewissen Hinweis mit Professor Herbert Janssen, obwohl die Mehrheit, soweit ich sehe, die Mehrheit der Ausleger hier gleichwohl das Bild vom weißen Pferd nicht im Sinn von Offenbarung 19 deuten, wo das derjenige, der auf dem weißen Pferd sitzt, der wiederkommende Jesus ist, ganz klar. Und weiß ja ein Bild für die Reinheit ist, die weißen Kleider, das weiße Gewand. Ist klar immer ein Bild für die Reinheit. Also wird es hier auch erstaunen, warum hier plötzlich dann der Widersacher, der Feind, als auf einem weißen Pferd sitzt. Also wenn man das so sieht, dann sieht man dahinter den Welteroberer im negativen Sinn, halt als Widersacher Gottes. Aber ich meine, mich hat das überzeugt, dass hier doch wahrscheinlich die Botschaft des Evangeliums im Hintergrund steht und derjenige, der diese Botschaft verwirklicht, Jesus, er ist derjenige, der gesiegt hat und der seinen Sieg zu Ende führt über den Tod. Bis zu seiner Wiederkunft und dann wird der Tod, wenn dann halt vor allem letzten Gericht, wird der Tod als der letzte Feind überwunden durch Jesus. Also, und er hat den Siegeskranz. Und er hat den Bogen. Und die Israeliten sind sein Bogen quasi. Zacharia gibt es ein paar Stellen in diese Richtung. Zacharia 9, Sacharja 10, dann meine ich wieder. Wir haben es letztes Mal angeschaut. Und das geht der Gerichtsbotschaft voran. Es geht hier um die sieben
Siegel, die geöffnet werden. Und es macht Sinn, die Siegel als einläutend zu verstehen für die ganze Endzeitereignisse. Das heißt, derjenige, der die Siegel öffnet, hat das ganze, die ganze Heilsgeschichte inklusive Gericht im Griff. Er öffnet und niemand schließt, nee? Er hat das alles im Griff. Das ist der Löwe aus Juda. Und zwar als Lämmlein ist er zum Löwen geworden. Und weiter ist ja nie vom Löwen die Rede, sondern immer vom Lämmlein, also vom Lamm, der das Gericht durchführt. Und Jesus sagt, der Menschensohn, er führt alles Gericht durch, weil er Menschensohn ist. Nicht im Sinn von Daniel 7, Vers 13, 14. Also die Siegesbotschaft bezieht sich, wenn wir das so richtig deuten, auf die Siegesbotschaft des Evangeliums, das ja zuerst frohe Botschaft ist, aber gleichzeitig auch Gerichtsbotschaft für diejenigen, die sie ablehnen. Also von daher ein zweischneidiges Schwert. Also wie Johannes schon sagt, der Täufer, er, der nach mir kommt, er wird mit dem Geist und mit Feuer taufen. Wobei klar ist, vom Kontext Feuer steht hier für das Gericht. Der Stroh wird verbrennen. Also Weizen wird gesammelt und Stroh wird verbrannt. Also das ist die Zweischneidigkeit der Botschaft Jesu, die Johannes schon, der Täufer schon am Ende von Matthäus 3 angekündigt hat. Also im Ende, im Matthäus 3, Vers 11, 12. Und ich denke, das macht Sinn, das in diesem Kontext zu sehen. Und das würde auch, wir haben ja gesehen, dass das Bild mit den Pferden gewissermaßen auf Sacharja zurückgreift. Sacharja 1, Vers 6 weiter. Und dann vor allem hier Sacharja 6, ab Vers 2, wo wir alle vier Farben haben. Das heißt scheckig statt fahl, grün, hellgrün. Aber wenn wir sagen, das ist hier einfach Ersatz quasi, dann haben wir dort alle vier Farben. Alle vier Farben. Weiß, schwarz, rot, feurig heißt es in der Septuaginta, wie hier. Feuerrot, kann man auch sagen. Und dann eben dort scheckig. Oder, das heißt gefleckt oder gestreift, wie der Tiger. Oder dann halt hellgrün oder im Neuen Testament und dann eben noch schwarz und rot. Ja, das hatten wir. Gut, also dann schauen wir weiter. Und als er das zweite Siegel öffnete, da hörte ich das zweite lebendige Wesen. Das Interessante, es sind vier lebendige Wesen im Einklang mit Hesekiel. Gut, also die Verbindung hatten wir ja gesehen, die Verbindung zwischen Hesekiel 1 beziehungsweise Kapitel 10, die Cherubim und die Seraphim von Sacharja, nicht Sacharja, Jesaja 6. Also jedes öffnete, immer ein anderes öffnet dann ein weites Siegel von vier. Und vier Pferde sind es. Und ich hörte das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Schwert. Das haben wir bei Sacharja auch, wobei die griechische Übersetzung mit Pyros wiedergibt, rot mit Pyros, Pyr heißt Feuer, also wie Feuer, Feuerfarbe kann man sagen. Und darum wird es hier mit Feuerrot übersetzt. Das Tier, der Drache, ist ja auch Feuerrot. Und ich denke, das macht Sinn und überzeugt, dass wir sagen können, Rot steht für Blut. Im Hebräischen die gleiche Wurzel. Blut, einfach verkürzt. Dam heißt Blut. Edom heißt Rot. Adam rot sein. Also Dam ist offensichtlich abgeleitet von Adam oder Edom, rot. Das heißt Blut. Ja, was ich noch sagen wollte, so Sacharja 6,
warum es Sinn macht, das eben nicht nur auf den Widersacher Gottes zu beziehen, das weiße Pferd. In Sacharja 6 heißt es, dass die Pferde ausgehen. Ich glaube, die roten und weißen, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Land des Nordens, das ist bei den Propheten Babylon, damit Gottes Geist dort Ruhe findet. Also es geht hier nicht um Krieg oder sonst was, um Feinde, sondern es geht hier, das Problem ist einfach, dass Sacharja eigentlich relativ wenig zum Ausdruck bringt, was genau dahinter steckt. Die Schnelligkeit wird zum Ausdruck gebracht, aber zuerst mal wird das Positive genannt dort. Das heißt, Gottes Geist soll dort Ruhe finden und im Kontext von Sacharja 1 wird schon die Erlösung Jerusalems betont, die Wiederherstellung Israels. Also da geht es durchaus um Rettung. Und dann die Pferde in Sacharja 9, wir haben es am Sonntag in der Predigt gehört, dass derjenige, der wiederkommt oder der auf einem Esel reitet, die Pferde vernichtet. Das wird Jesus ja dann offensichtlich tun, wenn er wiederkommt. Am ersten Mal ist er auf dem Esel geritten. Wenn er wiederkommt, tut er das auf einem weißen Pferd, siegreich. Aber hier ist es das feuerrote Pferd, rot gleich Blut vergießen. Blutvergießen heißt Damim auf Hebräisch. Damim ist nichts anderes als die Mehrzahlform von Damm, heißt Blut. Also, wir haben das deutsche Wort nur im Singular, oder? Aber du hast jetzt Damm. Ja, ich würde es nicht nur auf Damme spitze ich immer sich immer mehr zu. Aber die Siegel werden geöffnet mit dem ersten Kommen Jesu schon, gewissermaßen. Damit fängt ja das Evangelium an und parallel dazu auch die Gerichtsbotschaft. Obwohl ich glaube, dass Jesu Endzeitrede in Matthäus 24 auch zeigt, dass sich das immer mehr zuspitzen wird. Sagen wir mit Krieg und mit Erdbeben und so weiter. Aber gleichwohl gab es das schon immer. Also für die Christen, die damals hier angesprochen wurden, die lebten gewissermaßen in antichristlicher Zeit. Mit dem Kaiser, mit dem Götzendienst, mit dem Kaiser, mit der Kaiserverehrung. Also insofern kann man sagen, wir leben der Endzeit seit dem ersten Kommen Jesu und auch die negativen Erscheinungen. Parallel zur siegreichen Botschaft des Evangeliums gab es schon immer, aber sie spitzen sich zu. Und gleichzeitig auch die frohe Botschaft wird da verkündigt werden unter alle Nationen. Das heißt, auch das verbreitet sich, nicht nur das Negative. Den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie einander zu schlachteten, die Menschen. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also ich denke, hier ist die Aussage klar. Rot gleich Blutvergießen, Schwert gleich Blutvergießen, gleich töten, Schlachten gleich töten, Frieden zu nehmen. Wenn wir Frieden im Sinn der Römer verstehen, der Pax Romana, wie man sagt, heißt es einfach Abwesenheit von Krieg. Wenn wir Frieden im biblischen Sinn verstehen, Shalom, heißt es nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern heißt das, es gibt Gerechtigkeit in der Gesellschaft, also nicht Unterdrückung. Es gibt keinen Frieden, wenn es Unterdrückung gibt, wenn der Arme leidet und so weiter. Da gibt es keinen echten Frieden, also es ist ein anderes Konzept von Frieden. Aber ich denke, hier kann das durchaus eine Anlehnung sein an die Pax Romana. Ein Schlagwort der Römer war Friede und Sicherheit. Pax et Securitas. Und da knüpft der zweite Thessalonicher Brief, nein, der erste Thessalonicher Brief von Paulus, Kapitel 5, offensichtlich an, Vers 3 heißt es, wenn sie sagen,
Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Heil, Unheil überfallen. Also, der Friede wird ihnen genommen werden. Wir lesen von Jesus an einer Stelle, dass er laut geweint hat. Und zwar nicht am Grab von Lazarus. Da heißt es, war in der Übersetzung, Jesus weinte, das ist der kürzeste Vers in der Bibel, Johannes 11, Vers 35. Im Griechischen heißt es, edakrisen o Jesus. Also drei Wörter, beziehungsweise wenn man Artikel ho wegnimmt, sind es nur zwei Wörter. Jesus kamen die Tränen. Jesus tränte. So können wir wörtlich übersetzen. Aber wir lesen einmal, dass Jesus laut geweint hat, nämlich als er vom Ölberg hinunterritt und Jerusalem sah, den Tempel und so weiter und sagte, ach, hättest du heute erkannt, was zu deinem Frieden dient. Aber ich habe es nicht erkannt. Und darum wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht werden. Lukas 19, Abvers 39 oder 41. Weil sie ihn als Friedensstifter nicht anerkennen wollten. Weil sie ihn verworfen haben, der Friede ist. Und darum kommt eben das Gegenteil, kommt Krieg. Weil die Menschen nicht Frieden haben. Man hört immer wieder, dass Krieg auf Religion zurückgeht. Ist leider auch so. Aber eben, der christliche Glaube ist auch keine Religion in dem Sinn. Es kann zur Religion gemacht werden. Aber Jesus bringt uns Frieden. Und Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Die Friedenstäter, wörtlich. Also, das erste Pferd, das zweite. Und als er erst das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Schwert. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Schwarz war damals schon auch Ausdruck der Trauer, was wir ja bis heute kennen. Nicht bei Beerdigungen ziehen wir uns schwarz an, als Ausdruck der Trauer. Und das hängt wahrscheinlich auch mit diesem schwarzen Pferd zusammen. Die Waage ist ein Ausdruck für Zuteilung. Eigentlich steht hier Joch Zygon im Griechischen. Aber das Joch ist also wie eine Waage, nicht? Und darum wird es hier im Sinn von Waage gebraucht. Also ist das gleiche Wort. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, es erscheint das gleiche Wort. Er ist Joch gespannt. Aber ist hier die Waage gemeint und das im Alten Testament wiederholt. Ein Ausdruck, das heißt, wenn zugeteilt wird, dann werden die Sachen, dann sind sie teuer und vor allem knapp. Wenn sie knapp sind, dann sind sie teuer. Das kenne ich von früher, als ich Kind war. Dann durften wir nur pro Person, und ich weiß nicht, wie oft, pro Woche wahrscheinlich, so und so viel Kilo Mehl kaufen. War zugeteilt. Das war im Zweiten Weltkrieg auch schon. Aha, eben, Zweiten Weltkrieg, ja. Also wir hatten... Ich habe noch eine Karte zu Hause, wo genau steht drauf, okay, wie viel ich als Kind zum Essen habe. Wie viel mehr. Also wird auf dich persönlich ausgestellt. Also, ja, es ist einfach draufgeschrieben, für ein Kind, aha, so viel Mehl. Ja, also wird zugeteilt, ja. Das heißt, es ist knapp. Also, die Waage braucht man ja auch sonst, auch wenn es nicht knapp ist, um zu messen, wie viel man zahlen soll. Aber darum geht es hier nicht primär, sondern eben, dass es knapp ist und zugeteilt wird. Eben.
dass man nur so und so viel bekommt. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte: Ein Maß Weizen für einen Denar. Was ist ein Maß Weizen? Etwa ein Liter. Ja, ein Litermaß, also ist ein Hohlmaß gemeint, wir sagen Kilo, aber damals ging es ja primär gut mit der Waage, kann man sagen, ja, ein Kilo. Also etwa ein Liter Weizen. Was ist ein Denar? Der Lohn für einen ganzen Tag. Das heißt, ich habe jetzt sogar gelesen für 12 Stunden. Überrascht mich nicht, dass man 12 Stunden halt arbeiten musste. Die 8 Wochen, 8 Tagstunde oder 8 Stunden pro Tag kannte man nicht, offenbar. Oder noch weniger, 7. Also 12 Stunden sogar im Schnitt für einen Denar. Also der normale Knecht oder so. Das sehen wir auch im Neuen Testament in den Evangelien. Das heißt, du kannst dir nur 1 Liter oder von mir aus 1 Kilo Weizen für den ganzen Tageslohn kaufen. Das ist teuer. Also ich habe halt gelesen, dass, wie heißt das, mal gerade schauen in Lukas das Wort. Schärflein. Hab's gerade. Dass diese Frau, die hat hier zwei Schärflein eingeworfen. Das ist eine griechische Münze, Denar ist eine römische Münze. Und das Wort erscheint nur bei Markus und bei Lukas. Und das ist, heißt Lepta. Das ist die kleinste Münze. Und ein Denar hat 126 Lepta. Und ein Laib Brot hat etwa 8 Lepta gekostet, normalerweise. Also, wenn jetzt plötzlich ein Maß Weizen oder 1 Liter oder Kilo Weizen einen ganzen Denar kostet, 126 Lepta heißt das. Das ist teuer. 3 Maß Gerste für ein Denar, also ein Drittel vom Preis. Gerste war immer günstiger. Ich glaube, wo steht das? Bei einem der griechischen Autoren, dass für einen halben Denar 12 Maß gekauft werden konnte, normalerweise. Das heißt, für einen Denar 24 Maß. Und jetzt nur 3. Das ist also die. Der Arme konnte sich damals Weizen kaum leisten. Das heißt, Weizen war Nahrung für die Reichen und Gerste für die Armen. Und es ist immer noch günstiger. Ja, also das heißt, es ist eine teure Zeit und es ist eine knappe Zeit. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Öl und Wein sind wichtige Produkte in Israel, Oliven, also Öl heißt Oliven, Olivenöl und Wein. Und mit Öl hat ja man auch Wunden verbunden, so weiter, also auch medizinisch gebraucht. Auch Wein, denke ich, steht das nicht sogar bei dem barmherzigen Samariter, dass er beides gebraucht hat, nicht Wein und Öl. Also auch zur Linderung von Schmerzen. Das heißt, da wird ein Riegel geschoben. Der wird es geschützt. Ja, Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein fahles Schwert, also hellgrün, Chloron, Chloros. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen, Chlorophyll und so weiter. Also diese Begriffe kennen wir, wie das frische Grün. Frisches Grün ist normalerweise ein Zeichen für Leben in der Bibel.
Das stirbt nicht, das lebt auf. Aber hier scheint das vielleicht die Leichenfarbe zu sein. Geht, glaube ich, in diese Richtung, Leichenfarbe. Also wie gesagt, beim Sacharja sind das ja die fleckigen Pferde oder gestreiften stattdessen. Und der darauf sah, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, also dem Pferd und dem Reiter, beziehungsweise dem Tod und dem Hades. Der Pferd und der Reiter stehen für den Tod und den Hades. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den Viertelteil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Also zuerst stellt sich hier natürlich die Frage, ist das auf einmal oder kann es sein, dass viermal getötet werden, mal dort? Ich kann das nicht mit Sicherheit beantworten. Das schon die Frage sind. Ja, Ja, da wird man jetzt mit einem das Chinesen. ist die Frage. Ist das einfach, geschieht das von heute auf morgen? Oder können wir sagen, die Pferde stehen für die ganze Zeit der Geschichte? Das heißt der Endzeit, seit dem ersten Kommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Dann geschieht das natürlich immer wieder. Ich kann das nicht mit Deutlichkeit, ich kann nicht sagen, so ist es. Schlimm genug ist es auf jeden Fall. Und was immer wieder passiert ist und passiert heute noch, ist schlimm genug für die Leute. Ich kann sagen, ist das die Hölle? Also der Name ist der Tod. Und der Hades folgt ihm. Was ist Hades? Totenreich. Hades ist im Griechischen die Wiedergabe von Sheol, im Hebräischen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass mit Sheol im Alten Testament oft das Grab gemeint ist. Sehr oft sogar. Parallel dazu steht dann Grube oder Grab. Bei den Psalmen besonders. Du wirst nicht zulassen, dass meine Seele im Hades bleibt, sagt Petrus am Pfingsten. Damit meint er, dass mein Leben, mein verstorbener Körper im Grab bleibt. Das ist damit gemeint. Mit einer Seele irgendwo im Totenreich hat das da nichts zu tun. Seele steht hier für Leben oder ja, das Leben, das hier dem Tod übergeben wird. Hades für Grab. Und das Wort Hades oder Sheol steht in der Bibel auch einfach für den Tod bis hin zur Offenbarung. Tod und Hades bringen etwa das Gleiche zum Ausdruck. Es ist einfach eine Größe, das heißt ein Ausdruck für die Gottesferne, kann man sagen. Die Gottesferne ist der Tod. Und dahinter steckt natürlich biblisch gesehen Satan, der die Macht des Todes hat, dem Jesus aber die Macht des Todes genommen hat durch seine Auferstehung. Darum ist die leibliche Auferstehung Jesu heilsgeschichtlich auch so zentral, was Theologen immer wieder auch übersehen wollen. Also durch seine Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen. Hebräer 2, Vers 15 zum Beispiel. Dem, der des Todes Macht hatte, Gewalt hatte, dem hat er die Macht genommen, hat Lebens ans Licht gebracht, die Todeswehen überwunden. Also, Tod und Hades stehen für auch gewissermaßen für Satan oder einfach für die Gottesferne, für den Tod als solches. Hiskia bekennt ja und sagt, er war am Tor des Totenreiches. Sha'ar Hamavet steht im Hebräischen und Jesus sagt zu Petrus, die Pforten, oder das ist der gleiche Ausdruck, einfach auf Griechisch, die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden die Gemeinde nicht überwinden. Wenn es nicht.
werden sie nicht überwinden. Hesekiel 38,10 sagt Hiskia, nachdem er todkrank war, sagt, ich war an den Pforten des Totenreiches. Er ist am Hang zum Tod. Aber er ist wieder zurückgekommen ins Leben. Und anderswo erscheint bei Hiob in den Psalmen, auch in Qumran-Texten, der Ausdruck Pforten des Todes. Also Pforten des Todesreiches gleich Pforten des Todes. Das ist ein synonymer Ausdruck, gleichbedeutender. Also, wir haben ja schon in Offenbarung 1, Vers 17, 18 gelesen, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat Tod und Totenreich überwunden. Und gleichwohl lässt er hier ja einen gewissen Spielraum zu für die tötende Macht. Es ist überhaupt ja so, dass Gott alle Vollmacht hat. Hier, wo Macht steht, steht im Griechischen allgemein Exousia, heißt Vollmacht, Autorität, Recht, Erlaubnis. Das gleiche Wort, das Jesus sagt, beim Missionsbefehl, mir ist gegeben jede Vollmacht im Himmel und auf Erden. Er hat die wirkliche Vollmacht, auch über alle satanischen Mächte. Aber in der Offenbarung ist es ja scheinbar, dass der Drache, der dem Tier die Vollmacht gibt, aber er kann die Vollmacht nur so weit verleihen, wie Gott es eben zulässt. Und warum Gott manchmal so viel zulässt, verstehen wir nicht immer. Viertelteil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und wilden Tiere. Das sind gerade bei den Propheten, besonders bei Jeremia und Hesekiel, die Bilder für das göttliche Gericht. Schwert, Hunger, Tod, wilde Tiere. Also besonders bei Jeremia und Hesekiel. In meinem Buch, da findet ihr auch verschiedene Stellen angegeben. Könnt es dort nachlesen. Also es ist nicht nur das Schwert. Die Lebensmittel werden knapp sein, teuer. Und darum wird man Hunger. Ein kleiner Exkurs vielleicht dazu, es ist ja nicht falsch und biblisch vielmehr richtig, dass wir uns als Christen für die Armen einsetzen, ihnen zu essen geben. Also wir sollten nicht nur in Anführungszeichen das Seelenheil herbei wünschen. Natürlich, es geht schon primär darum, dass sie mit Gott im Frieden leben. Das ist überhaupt auch die Grundlage im Vertrauen, aber wir sollten den ganzen Menschen als Geschöpf Gottes sehen, auch mit seinen irdischen Bedürfnissen, auch, dass er Nahrung braucht, auch, dass er Kleider braucht. Aber wenn wir als Christen nun meinen, wir könnten diese Welt retten, und damit sind wir ein gutes Beispiel für die Welt, ich glaube, da irren wir uns. Da irren wir uns. Also Jesus sagt, Arme habt ihr immer unter euch. Er sagt ja nicht, kümmert euch nicht um die Armen. Er sagt nur, Arme habt ihr immer unter euch. Und da sagt er in Bethanien. Bethanien heißt Haus der Armut. Bethania auf Hebräisch. Also. Ja, und sonst schickt Gott eben auch wilde Tiere. Würde man kann sagen, ja, in der Wüste und so weiter. Wilde Tiere sind ja bei Jesaja ein wichtiges Bild für die Wüste. Und die Wüste wird dann anfangen zu blühen und so weiter. Aber im Gericht dann wird die Wüste eben verwüstet. Das heißt, auch das grüne Gras wird verwüstet. Und hier ist ja das grüne fahle Pferd, das hier eben für das Gegenteil steht. Eben offensichtlich für auch für den Tod. Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, das fertig mit den Pferden. Es gibt bei Jesaja auch nur, bei Zacharia nur vier verschiedene Farben. Es gibt verschiedene, dort sind es Wagen mit Pferden. Aber hier ist es jeweils ein Pferd.
Und dort sind es auch die gleichen Farben grundsätzlich. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnis willen, das sie hatten. Was ist eine Seele? Wir haben auch darüber schon gesprochen. Wir sollten aus dieser Stelle nicht eine einseitige Erkenntnis gewinnen wollen, nach dem Motto, die Seele ist dasjenige, was dann nach dem Tod weiterlebt. Nach der Bibel ist es der Geist des Menschen, der weiterlebt. Das Wort Seele wird viel, viel breiter gebraucht. Und das wird in der Johannes-Offenbarung ganz typisch hebräisch gebraucht, nicht griechisch. Das heißt nicht im Sinn der griechischen Philosophie, die Seele als das göttliche Menschen, sondern die Seele als das Belebte im Menschen. Das ist ganz typisch alttestamentlich hebräisch. Schon im Kapitel 1, im ersten Buch der Bibel, heißt es, dass die Tiere werden dort als lebendige Seelen bezeichnet. Und der Johannes-Offenbarung heißt es, die Seelen im Meer, das sind Tiere, Meerestiere. Also die Seelen im Meer ist das Lebewesen im Meer. Das heißt, die Seele steht grundsätzlich für das irdische Leben. Aber hier geht es ja um das Jenseits. Aber dass hier von den Seelen unter dem Altar die Rede ist, ist sicher kein Zufall. Denn hier ist, ich würde mal sagen, mit Sicherheit an den Opfer, Brandopferaltar gedacht. Vor dem Tempel stand der Brandopferaltar. Und dort wurde das Blut vergossen. Und das Blut steht für die Seelen der Tiere. Das heißt, für das Leben der Tiere. Im 1. Mose, im 3. Mose 17, Vers 11, 14 lesen wir, darum habe ich die Seele für den Altar bestimmt, weil in ihr, nein, darum habe ich das Blut für den Altar bestimmt, weil in ihr, in ihm, im Blut, die Seele ist. Also hier von den Tieren. Darum habe ich das Blut eben dieser Tiere, die geopfert werden, für den Altar bestimmt, weil in ihnen die Seele ist. Der Sitz des Lebens im Blut. Und das heißt erlösen, sühnen. Sühnen als Kiper und der Sühnedeckel war der, heißt Kaporet. Der Deckel auf der Bundeslade, einmal im Jahr das Blut hinauf gespritzt werden musste. Und Gott sagt, dort will ich dir begegnen, durch die Versöhnung. Lösegeld heißt Kofer, im Hebräischen heißt, man wechselt Leben für Leben. Das heißt, ein Tier gibt sein Leben in den Tod für den Menschen. Aber die Frage ist, kann ein Tier anstelle von Menschen sterben vor Gott? Nein, sagt die Bibel, das ist nur symbolisch gemeint, eine Verheißung auf denjenigen, der es wirklich kann, nämlich der Sohn Gottes, der sein Leben hingibt am Kreuz für uns. Also hier die Seelen derer, die geschlachtet wurden, wie ein Schlachttier, wie ein Opfertier. Schlachten und Opfern ist das gleiche Wort. Also hier in diesem Zusammenhang, das heißt Opfern ist schon ein anderes Wort, aber im Hebräischen auch, das ist das gleiche Wort. Das heißt, man schlachtet und man opfert und schlachtet also zusammen. Ja, das erscheint ja dann in Offenbarung 20, vor der tausendjährigen Friedensherrschaft, diejenigen, die geschlachtet wurden, die Seelen wurden lebendig. Also die Seelen waren ja eigentlich tot. Also hier ist es, die Seelen reden, würde ich hier von daher mehr symbolisch verstehen, bildlich. Natürlich, der Mensch ist nicht mit dem Tod einfach aus, der Geist lebt weiter. Aber ich denke, das ist hier deutlich die Anspielung an den Brandopferaltar, wo Tiere
ihre Seelen sozusagen lassen mussten durch das Blut, das verspritzt wurde. Diese Seelen der Menschen, die geschlachtet wurden, als Opfer hingerichtet wurden, die werden lebendig, Offenbarung 20, 4 bis 6, vor der tausendjährigen Friedensherrschaft und herrschen dann mit dem Sohn Gottes 1000 Jahre. Hier heißt es, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Ich habe schon darauf hingewiesen, das ist ein wichtiger Ausdruck in der Johannes-Offenbarung, der wiederholt vorkommt. Erstens, Johannes sagte, ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses willen. Offenbarung 1, Vers 9. Und dann heißt es, dass diejenigen, die bewahrt werden, deswegen bewahrt werden, um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnis willen, um des Blutes des Lammes willen. Das heißt, es gehört zusammen, das Blut Jesu und das Wort Gottes. Und das ist eine wichtige Grundlage, um überhaupt widerstehen zu können als Christ. Das heißt, wir brauchen das Wort der Wahrheit. Wir bezeugen uns dazu und wir brauchen das Blut Jesu, das uns schützt. Tod und Auferstehung Jesu als Grundlage für unseren Sieg. Sonst sind wir nicht geschützt. Und darum ist es einfach auch für uns wichtig, am Wort Gottes festzuhalten, weil Gott uns festhält, auch durch dieses Wort. Wer sind wir, dass wir dieses Wort abändern wollen? Dann setzen wir uns an Gottes Stelle. Wenn ich es besser weiß als Gott. Die Bibel, die biblischen Autoren sind überzeugt, dass sie Gottes Offenbarung weitergeben. Und das ist das Wort Gottes. Mit Jesus Christus, dieses Wort Gottes für uns immer wieder lebendig, weil er ja das lebendige Wort Gottes ist. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut und denen, die auf Erden wohnen. Ihr findet in meinem Buch da einige Verse aus dem Psalmen, wo wir wiederholt diese Frage hören, bis wann? Bis wann, Gott, willst du zuschauen? Also so scheint es den Frommen, den Gläubigen. Gott schaut einfach zu oder vielleicht schaut er nicht einmal zu. Vielleicht dreht er sich auch weg von mir, wenn ich so leide. Dabei weiß Gott es ganz genau. Und manchmal scheint ja, es viel zu sein, was Gott seinen Kindern zutraut in diesem Leiden. Was wir hier merken, es ist kein Vorwurf an Gott. So nach dem Motto, wir werden Gott mal endlich zeigen, dass er ungerecht ist. Sondern du heiliger und wahrhaftiger Gott. Es ist die Grundlage dieser Aussage ist die Gewissheit, Gott ist heilig und er ist wahrhaftig und er wird richtig richten. Das ist die Grundlage. Gleichwohl stellt sich die Frage, bis wann richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen, das heißt, die es verursacht haben, die es vergossen haben. Ja, also die Psalmen sind ja voll von solchen Fragen, nicht? Wie lange lässt du es so? Aber sehr oft ist halt in den Psalmen so, dass irgendwann der Mitte die Wende kommt. Die Wende vom Klagen zum Vertrauen. Sehr spannend. Nicht immer, aber sehr oft schon. Plötzlich wandelt sich dieser Zweifel in Gewissheit, Gott hat es gemacht und er wird es machen. Und das dürfen wir auch immer wieder zu dieser Gewissheit kommen. Gott wird richtig richten. Aber wir müssen uns auch bewusst sein,
Wenn man das Gericht Gottes wegleugnen will, da muss man auch zugeben, dass es dann keine Gerechtigkeit gibt. Das wäre die Folge. Dann gibt es keine Gerechtigkeit. Dann gibt es auch keinen gerechten Gott. Also, Gott wird es gut machen, das Gericht liegt nicht in unserer Hand, das ist ja hier auch klar, nicht wir rächen uns, auch nicht die verstorbenen Seelen rächen sich. Sie wissen, das Gericht ist Gott überlassen, wie Paulus das in Römer 12 formuliert, ab Vers 18, trachtet danach, dass ihr Frieden habt mit jedermann, so viel an euch liegt. Gott sagt, die Rache ist mein, ich werde vergelten. Darum sollen wir das Böse mit dem Guten überwinden. Nicht indem wir uns rächen, sondern indem wir die Rache Gott überlassen und denen, die uns Böses tun, Gutes tun. Das Böse mit dem Guten überwinden. Wir sollen nicht richten. Wir müssen nicht richten. Das heißt nicht, dass wir alle Sünde gutheißen müssen. Aber gleichwohl sollen wir nicht Menschen richten, wissen, Gott wird es tun und uns auch nicht rächen. Weil wir sind schnell ungerecht in unserem Rächen, aber Gott nicht. Er wird zu seiner Zeit richten. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Also ich finde einfach, man muss hier das aufpassen. Immer die Frage, wo müssen wir diese biblischen Aussagen bildlich verstehen, wo wörtlich, mit den Seelen im Altar. Aber hier das weiße Gewand, das haben wir jetzt schon durch Christus. Das ist auch ein Ausdruck einfach, ja, dass man das nicht, also in dem Sinn zu wörtlich nimmt, sondern das sind einfach Bilder von denen, die am Altar getötet wurden, aber das weiße Gewand hatten sie ja schon eigentlich vorher bekommen. Oder wir können ja durchaus übersetzen, es war ihnen gegeben worden. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das Abschlachten der Gläubigen geht also offenbar weiter. Ja, soweit der Text für heute. Was wir daraus lernen, Gott hat alles im Griff. Er ist heilig, das heißt getrennt von allem Bösen. Er ist wahrhaftig, das heißt, was er zusagt, das hält er. Seine Verheißungen erfüllt er. Er verspricht und tut das dann auch. Und er wird gerecht richten. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und dementsprechend dürfen wir auch unsere Feinde lieben und sollen sogar tun, weil Jesus das auch getan hat, bis am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Und weil sie ja diesen Frieden Gottes nicht kennen, die schlachten sich ab gegenseitig. Nicht nur die Gläubigen werden abgeschlachtet, auch gegenseitig. Mag man noch so fromm tun, das ist nicht das, was Gott will, das gegenseitige Töten, eine Folge des Gerichts Gottes. Aber wir dürfen den Frieden weitergeben, solange bis Jesus wiederkommt. Und wir dürfen den Frieden ja persönlich weitergeben. Und wir dürfen auch immer wieder diese Friedensbotschaft weitergeben. Das heißt, die Botschaft, Jesus sagt, bin für die Sünden der Menschheit gestorben. Ich biete ihnen Frieden an. Ich biete ihnen Versöhnung an. Das ist die Botschaft,
die wir heute noch verkündigen dürfen und die heute noch gilt.